32 Charaktere, die unsere Kindheit geprägt haben, 17 coole Styles, die ich in diesem Video veröffentlichen werde. Und zwar ist das heute die erste Folge von Ich lose das, was ich zeichne. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So Leute, jetzt sind wir hier. Ich habe hier einmal die Styles. Hier sind die ganzen Charaktere drinne und ich mache meine Augen zu. Das heißt, ich werde dann hier reingreifen, irgendeine random Figur rauspicken. Ihr könnt mir vertrauen, dass ich die Augen zu habe. Ja, so. Und auch nochmal für den Beweis werde ich mich jetzt auch nochmal drehen mit Augen zu. Deswegen, okay, go. Okay, 5 ist, glaube ich, schon genügend. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht... So. Was ist das? Nee. Was ist das? Nee. Was ist das? Nee. Hä? Where am I? Okay, was... Ist mein Stativ hier irgendwo? Nee, was ist das? Nee, hier. What is that? Okay, ich war, glaube ich, zur falschen Seite gedreht. Oh, scheiße. Okay, hier ist mein Stativ. Hier. Okay, das sind die Styles. Okay. Okay, ich mach auf. Guck noch nicht hin. Wirst du wohl aufgehen. Hallo. Geh auf. Verdammt. So. Ich weiß noch nicht mal, ob es die richtige Seite ist. Okay, ich gucke hin. In 3, 2, 1. Nee, warte. Oh mein Gott! Gleich am Anfang Elsa von die Eiskönigin. Kann man das überhaupt richtig sehen? Ja, jetzt kann man sehen. Elsa von Eiskönigin versus welchen Style? Och, soll ich mich schon wieder drehen? Alles klar. Aufpassen, dass ich nicht hier umfalle. Wo ist was? Wo ist was? Okay, hier ist mein Stuhl. Das heißt... Nee, warte mal. Wo bin ich? Ah, hier ist mein Schreibtisch. Ah, hier. Nee, das wart ihr jetzt? Das wart ihr jetzt? Alter, ich drehe mich hier wirklich im Kreis. Das war jetzt wirklich nicht fake. So, aufgemacht. Und in welchem Style wird Elsa... gezeichnet werden. Ach du mein Gott. So, kann... Mit einer Hand ist das gar nicht mal so leicht, Leute. Wie hab ich die... Alter! Okay, komm. Ich hoffe irgendwas Cooles. Ich hoffe irgendwas, was ich auch gut machen kann. Weil wenn es jetzt irgendwie Anime oder so ist, dann hätte ich mega Schiss vor. So, gucke. In 3, 2, 1. Oh! Premium! Alter, das wird ein geiles Video. Das verspreche ich euch. Okay, dann haben wir die Herausforderung. Disneys Eiskönigin Elsa im Style von Cuphead. Das wird so geil. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder in Fire Alpaca. So, wir sind jetzt in Fire Alpaca. Und ich habe mir schon mal ein einfaches Bild von Cuphead rausgesucht, weil man muss verstehen, Cuphead, was verbindet man mit Cuphead? Cuphead ist bunt, es ist schrill, es ist laut, es ist bunt. Ich habe das, glaube ich, jetzt schon mal erwähnt, ist mir aber egal. Es ist bunt, es ist chaotisch. Man kann sogar ein bisschen so Cuphead mit den alten Cartoons von Walt Disney vergleichen. Also so, sagen wir mal, die ersten Anfänge von Mickey Mouse und Co. und das alles. Und... was heute gemacht wird, ist richtig geil. Und zwar habe ich hier auch noch ein Bild von Elsa, weil Elsa wird im Style von Cuphead gezeichnet. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Irgendwie. Hoffentlich sieht es dann auch gut aus. Und auf jeden Fall muss ich das auch irgendwie so hinkriegen, dass das dann auch so der Style ist. Also halt so ein bisschen... Ich glaube, ich nehme die Struktur von Cuphead, also halt auch so ein bisschen das Modell,
so die Körperstruktur von Cuphead. Plus halt noch das Design von Elsa. Also, ja. Und ich habe mir auch schon mal hier einen passenden Hintergrund ausgesucht, weil man muss wissen, Eiskönigin, Eis, was ist noch eisig? Keine Ahnung, aber was trägt sie denn auch für Sachen? Sie trägt blaue Sachen. Und was fehlt da? Oder was ist da besser als ein hellblauer Hintergrund? Genau, ich weiß es eben auch nicht. Deswegen habe ich diesen Hintergrund ausgewählt. Und ich hoffe auch einfach mal, dass das insgesamt hier auch stimmig ist, von der Position her. Deswegen, ja, fange ich jetzt irgendwie einfach mal an, irgendwas hier zu machen. Und das Erste, was ich auch noch brauche, ist noch ein paar Ebenen und meinen heißgeliebten Zwischenmodus, den Zwiebelmodus, Zwiebelschalmodus. Wenn das jetzt auch geht, weil, ja, es geht, dass es halt so Layer auf Layer geklatscht hier so drüber ist und dann könnte man sich auch hier noch dieses Autoplay-Dings anschauen. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen einfach nur diesen Layer, nee, ich will die ganzen Dinger wieder haben, um dann das jeweilige Gestütz dann halt zu bauen. So, dann werde ich jetzt irgendwas mal puzzeln und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die grobe Skizze fertig habe. Die ich jetzt halt hier auch mit einbinden will. Und zwar, wer Cuphead kennt, also wer schon mal ein Let's Play von Cuphead geschaut hat oder selber auch Cuphead gespielt hat, weiß ja, dass Cuphead und Mugman solche, naja, nicht richtig Zauberkräfte haben, aber sie können aus ihren Fingern, sagen wir mal, kleine Bällchen oder sowas schießen. Vielleicht sieht man das mal in einem Bild hier. Hier, die schießen auf ihre Gegner, sagen wir mal so kleine Pünktchen oder was weiß ich. Und ich wollte das so ein bisschen einbinden, indem ich sage, okay, das ist im Cuphead-Style und Elsa, die kann ja halt hier alles in Eis verwandeln und was weiß ich. Und dass sie halt auch irgendwie, sagen wir mal, aus ihrem Finger hier Eisflocken oder irgend sowas dann hat. Also, dass man dann hier vielleicht eine Eisflocke hier hin macht. Auch im Cartoon-Style. Warte, da brauche ich aber auch nochmal ein Gerüst. So, zack. Zack. Die haben doch immer noch so ein bisschen, ne? Ja, zack. So. Dann wäre das mein Gerüst. Für die meisten würde das jetzt so, ich weiß nicht, komisch aussehen. Aber so mache ich mir eigentlich immer mein Gerüst. So, erst mache ich mir immer den Kopf und guck, okay, wo soll die Figur jeweils hingucken? In diesem Bild würde sie halt nach da schauen. Ja, dann halt Oberkörper, die Arme jeweils in den einen Positionen, wo ich sie haben will. Dann der Unterleib mit den Beinen und halt auch noch die Position von den Füßen und das alles. Ja, jetzt ist wichtig, da wir, nee, ich muss das nochmal nachzeichnen, aber da wir jetzt schon das Grundgestell haben, können wir dann schon mal die leichten Details von von Elsa in den Vordergrund bringen. Das heißt, die Figur bekommt dann ihr Kleid, die Haare, Mund, Augen, was weiß ich, aber im Cartoon-Style, im Cuphead-Style. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall, was auch noch wichtig ist, bekommt auch Anna Handschuhe. Das passt auch eigentlich, weil deswegen bekommt Elsa auch auf jeden Fall Handschuhe. So, jetzt, was ich jetzt nochmal machen muss, ist hier nochmal alles nachzeichnen, weil ihr habt gesehen, man sieht das nicht so richtig. Das heißt, ich würde jetzt nicht richtig erkennen, wo welche Linie ist. Das heißt, ich muss einfach jetzt nochmal hier drüber und einfach nochmal so die jeweiligen groben Linien hier zusammenwitscheln. Ich kann mich jetzt schon mal mit dem Ganzen beschäftigen. Das heißt, wir switchen rüber zu dem Bild von Elsa. Und, ich weiß nicht, kriege ich das noch irgendwie größer? Zoom, hier, vergrößern. Ja. Geht halbwegs, macht's irgendwas, ich habe keine Ahnung. Nee, das bleibt die ganze Zeit gleich. Geil. Gut, dann kann ich jetzt schon mal anfangen
mit den groben Einzelheiten. Und ich glaube, ich mache halt auch als erstes das Gesicht. Like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys, go and slay boys, you my fake boys. Baby, I don't need you, I don't need, I just want. Ich habe jetzt schon mal angefangen mit den Haaren und habe mir nochmal ein anderes Bild rausgesucht von der lieben Elsa, wo man ihre Haare ein bisschen näher betrachten kann. Und ich habe auch schon meinen Hintergrund. Es sieht zwar jetzt noch nicht so schön aus, so voll mit so Volumen und so wow und so Haar, aber das wird dann noch später. Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me, before I even knew her name, la. Es ist dann nicht mehr so viel passiert, wie man eigentlich denken würde. Ich habe dann nur noch ein bisschen mehr gelabert, ein bisschen gesungen, das hat mich irgendwie alles so mitgenommen, was weiß ich. Und dann habe ich mich einfach rangemacht an dem Kleid, an die Arme, an die Haare, an das Gesicht. Und da ist dann das fertige Bild entstanden. Elsa aus Die Eiskönigin in einem Style von Cuphead. Und Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Abonniert meinen Hauptkanal, abonniert meinen zweiten Kanal, der heißt Damarip Gameplay, ein Kanal, der nur auf die Let's Plays ausgelegt ist. Besucht mich auf Instagram, dort heiße ich auch Damarip und dann sehen wir uns im nächsten Speedpaint, im nächsten Let's Play, im nächsten Video wieder, Leute. Bis dahin, tschüss!